Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen aus Südtirol. Pünktlich zu Weihnachten gibt es wieder ein neues Video mit Tommy, der jetzt aber noch schläft. Und das aus Südtirol. Wo ist der Tom? Major Tom. Ah, hat zu tun. Stellplatz. Und das in Südtirol, gleich nach dem Brenner. WC, Waschsalon, alles vorhanden. Naja, aber nicht das sauberste. Also kann ich schon mal vorab sagen. Also der Ausblick hier ist phänomenal. Aber dass im Dezember so wenig Schnee liegt, also wir haben zwar jetzt schon minus 3 Grad, aber im Tal, was heißt im Tal? Wir sind jetzt hier auf 950 Meter und der Brenner war der höchste Punkt, ca. 1400 Meter. Na, da war am Rand schon Schnee, ne? Aber hier für Dezember kannst du vergessen. Finden wir aber schön. Ja. Jetzt geht die Sonne auf. Und dann geht's hier weiter. Ich zoome mal ins Bild. Freunde. Weiße Weihnacht. Frohe Weihnachten. Ach, Freunde, es kann so schön sein. Ist zwar etwas trüb heute, aber warm, mediterran. Oh, und so eine Atmosphäre. Ah, Tom ist happy, wir genauso. Ich würde sagen, wir bleiben hier für immer. Für die Italiener sind 15 Grad sehr kalt, eiskalt.
Die frieren schon. Für uns ist warm. Sau warm. Ich weiß auch nicht, Anna, wo wir lang gehen. Anna, hier. Im Sommer fliegt hier bestimmte Kuh. Oh, Anna. Anna, da hinten ist Weihnachtsmarkt. Bodensee, man kann auf dem Boden sehen. Hier sitzt man draußen und trinkt und isst. Anna, ich möchte noch mal in die Richtung bitte. Wir sind zu warm angezogen. Anna, Anna. Oh mein Gott, eine Wasserschlange. Und die Enten schwimmen auch noch ran. Eieiei. Vor allen Dingen bleiben die Leute hier stehen und filmen das alles. Aber was unser Geheimnis ist, Tommy braucht ja immer was zum Wedeln in der Hand. Meistens ist es ein Kabel oder auch ganz oft so eine Schlange. Und die hat er jetzt hier am Gardasee versenkt. Wie so viele andere Schlangen überall in Deutschland oder in Europa bereits verteilt sind, ist die jetzt im Gardasee. Aber das Lustige ist, die filmen hier alle ringsrum. Ich will jetzt nicht auf die Leute zeigen, aber naja, ist auf jeden Fall spannend. Also falls ihr am Gardasee seid irgendwann und ihr findet eine Schlange, das ist Tommys. Herrlich. Dann die Beate. Und
Ja, bring dir ein paar Orangen mit. Stimmt. Der Dennis klettert hoch. Ja, ja. Ich bin der Größte. Italia. Da, di, da, da. Das ist vorbei. Jetzt. Oh. Was mir euch alles bietet. Ja. Die werden draußen auf der See gestartet. Auf dem Wasser. Oh. Oh. Finale. Sieht geil aus, aber ja. Gut. Es geht weiter. Ja. Ich weiß nicht, was die dann aus Silvester verschießen wollen. Das wäre das schönste Feuerwerk in Portugal. Ja. Das ist die Generalprobe. Thank you.
Warst du Beate oder was? Nee. Aber die eigentlich nicht. Eins der schönsten Feuerwerke am Gardasee, Silvester, normalerweise. Und wir dachten erst, was ist das? Ne? Ging ja auch eine Stunde. Das kann ja nicht sein, dass sie an Silvester nochmal so ein Feuerwerk hinlegen. Nee, wir haben es herausgefunden, Silvester war schlechtes Wetter angesagt und deswegen am Gardasee dieses Feuerwerk in Lazisse bereits am 26.12. Jetzt wissen wir es. Wahrscheinlich das zeitigste Silvesterfeuerwerk des Planeten. So, meine Frau hat gesagt, ich soll Müll wegbringen. Also mache ich das doch gleich mal. Bei dem T-Shirt-Wetter hier. Da kann man sich doch richtig vorstellen, wenn man mehr Zeit hat und vielleicht hier mal in den Süden fährt von Italien. Was man da jetzt von Klima hat. Oh, bestimmt um die 20 Grad. Das wäre super. Aber naja, das ist auch schon mal super. Ein kleiner Vorgeschmack. Und Weihnachten bei besserem Klima. Keine Ahnung. Ich find's gut. Ich nehme euch mal mit. Raus aus dem Campingplatz. Na? Und dann gehen wir hier über die Straße. Und was sehen wir da? Also ich sehe ganz hinten in der Ferne schneebedeckte Gipfel, Alpengipfel. Und was er hier sieht, ist der Gardasee. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie die Ortschaft heißt. Ich habe es vergessen. Das ist mit 50 so. Vergisst mal halt schnell mal was. Das ist der Weihnachtsmarkt. Die bauen schon wieder auf. Für heute. Und genau hier hinten auf dem Wasser war gestern das schöne Feuerwerk. Und guckt mal hier hinter. Da sind die schneebedeckten Alpen. Oh, das kommt auf dem Video hier gar nicht so gut rüber. Oder guckt mal hier runter. Da werden wir doch gleich mal reinspringen, oder? Ach, ist das herrlich. Guck mal. Da fragt man sich, was wir noch in Deutschland wollen. Das ist doch so schön. Es kann doch überall so schön sein. Guck, hier geht's runter, ab, zack, ab ins Wasser. Und da hinten sind die Alpen. Wahnsinn. Italia. Vielleicht. So, Tommy hat seine Schlange wieder abgelegt. Die Anna geht auf Rettungstour. Komm Anna, los! Du schaffst es! Ja, tiefer! Yes! Und wie ist die Wassertemperatur? Gut? Ja. Ja. Und was sagt er dazu? Necker, 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 necker. So, jetzt kannst du wieder reinhauen. Aber Anna, ja. Du würdest doch hier mit den Beinen würdest du reingehen, oder? Wirft der Lex? Nein. Nee? Ja,
Wie war bei uns Weihnachten? Weihnachten war ganz toll. Ne, nachdem wir im Dezember 2 Wochen mit Rotaviren zu kämpfen hatten und ordentlich Durchfall und Erbrechen, hat Artom uns dann 1 Woche vor Weihnachten noch mit Corona beschenkt. Ja, somit mussten wir ein bisschen Abstand halten von unseren Eltern, von unserer Familie, ne, weil da einiges geplant ist, auch Krankenhausaufenthalte, was wir jetzt nicht beeinflussen wollten. Somit haben wir im Camper Weihnachten gefeiert, natürlich bei unseren Eltern oder bei meinen Eltern. Die haben uns dann das Essen ins Auto gebracht. War anders, aber auch nicht schlecht. Und dann haben wir uns entschlossen, den schönen Wetter hinterher zu fahren. Und sind jetzt deswegen hier in Italien am Gardasee. Und ihr seht ja, das ist das Beste, was wir hätten tun können. Ihr seid bestimmt neidisch. Ja, heute, heute. Genau, siehst du? Baby, hörst du die nur dort, wenn das Ring ist? Look weit. Das ist kein Ring, Anna, das ist ein Riesenrad. Riesenrad. Na? Und hier drüben ist irgendwo Lemona. Das ist schon schön hier. Also es ist wie bei uns Frühling. Also die haben ja schon Frühling. Der Tommy hat Winter. Naja. Hier hinter dieser Mauer ist unser Campingplatz. Eigentlich wollten wir frei stehen, aber dann haben wir unten unseren oder meinen Cousin getroffen und die stehen hier jedes Jahr. Und da haben wir gesagt, da bleiben wir auch 2 Tage. Also erst haben wir gesagt, wir bleiben 1 Tag, aber jetzt sind wir so begeistert, bleiben wir 2 Tage. Also bis morgen. Und dann geht's woanders hin. Aber das verraten wir euch jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal diesen Markt an, was es da so Schönes gibt. Hier sind die Blümchen. Sonne tanken, Freunde. Wir sind nur 6 Stunden vom Vogtland von Zwickau entfernt. Freunde, schaut euch das an. Dreimal Super Tiziano Cizano. Oh, hier guck mal. Der Campingladen hat zu. Da ist ein Campingladen, da wollen die rein. Okay. Und da ist noch einer. Oh, Mann, Mann. Ja Leute, wir haben hier so eine gemischte Tüte mit frischem Fisch. Die lassen wir uns jetzt schmecken bei diesem traumhaften Sonnenscheinwetter. So, ein klein wenig Weihnachtsfeeling muss es ja in Italien auch geben. Und deswegen versteckt sich hier dahinter das, was wir bereits sehen. Ihr wahrscheinlich noch nicht. Boah, das sind aber viele Leute. Das sieht gut aus. Ja, was wird dahinter sein bei über 10 Grad? Und. Anna kommt dabei. Eine Eisbahn.
Ja, sehr schön. Ja, das war klar, dass der Hugo jetzt schaukeln geht. Aber soll er ja. Ne, bei dem Wetter kann man nur schaukeln. Über 10 Grad, wie gesagt. Fantastico. Ja, fein, Tommy. Ja, super. Na, das ist doch ein glückliches Kindergesicht. Wir sind glücklich, Kind ist glücklich. Ne, jetzt sucht er erstmal. Ne, was er hier noch so entdecken kann. Also eine Palme hat er auch noch nicht gehabt. Ganz neues Grünzeug für den Tommy. Hier, guck mal, so ein Gebüsch. Was ist denn das? Lorbeer? Und hier. Tommy. So feines Gebüsch hier noch. Neues Gebüsch. Will nicht. Das ist ein Gold. Chiquencento. Oh, Parlamento. Mama weht. Wartet mal. Wir machen jetzt mal so ein bisschen Kultur. Das antike Lacessum war eine Siedlung römischen Ursprungs, die dann im 10. Jahrhundert auf Veranlassung von Berengar I. zur Verteidigung vor den Ungarn einfällen. Ach, die Ungarn. Ja, ja. Naja. Also eine große Festung, die dann später zur Verteidigung gegen die Ungarn diente. Hallo. Sehr. Also wir waren jetzt mal ganz kurz bei Lidl, etwas italienisch einkaufen und jetzt geht's zurück auf den Campingplatz und dann geht's halt hier quer durch das Getümmel durch und man glaubt es nicht, zwischen Weihnachten und Silvester so viele Leute und das alles in so einer frühlingshaften Atmosphäre. Ist schon fantastisch. Ja. Ja. Es gibt alles. Ah, again. Okay, wir haben schon sehen. Das Piep. Ja. Naja, dann genießt mal so ein bisschen hier diesen italienischen Einfluss. So ein klein wenig Frühling. Also wir können es euch nur empfehlen. Raus da, 6 Stunden Richtung Italien, seid ihr da. Und alles ist etwas wärmer. Und Anna, hier waren wir heute früh. Hier haben wir diesen Fisch gegessen, also zumindest hier in der Nähe. Ja, hier waren wir auf jeden Fall. Schaut mal, Freunde. Anna, dann gehen wir bis zum Wasser und am Wasser zum Campingplatz. Ja, das Beste. So. Oder hier durch. Aber hier haben wir bessere Aufnahmen, Anna. Ne?
Ja, aber bessere Aufnahmen. Wollt ihr bessere Aufnahmen oder wollt ihr weniger Leute? Bessere Aufnahmen, ne? Genau, deswegen gehen wir jetzt hier durchs Getümmel. Guck mal, wo kann man denn jetzt in Deutschland so hier draußen sitzen? Nirgendwo. Und guck mal hier durch die Gassen. Das ist doch fantastisch. Jetzt kommen wir ans Wasser. Da waren wir heute Morgen schon mal. Guck mal, hier haben wir die Orangenbäume, die haben sie eingepackt, geschützt vom Frost wahrscheinlich. Ja, vor den Deutschen, damit die keine Orangen klauen. Oh, Mamma mia. Anna, fantastico. Das ist deutsche Vita, Freunde. Wenn ihr die Definition für deutsche Vita wissen wollt, hier seht ihr die Definition von deutsche Vita. Oh, look. Augustiner München, 1328. Eine Abkürzung? Nee, geht's nicht durch. Ja, Abkürzung. Da geht's nicht durch. Alles mit Zitrone hier. Ja, die Chinesen sind überall. Wie wir Deutschen auch. So, dann schalt mal übers Meer. Ach nee, über den Gardasee. Ja, ihr Lieben da draußen, es geht jetzt wieder zurück aus den, naja, subtropischen Gefilden, wenn ich das mal so nennen darf. Über die Brennerautobahn, ihr seht im Hintergrund schon die Alpen, schneebedeckt. Jetzt kommt erstmal ein Tunnel, aber jetzt geht es erstmal nach Hause. Wir sind jetzt circa auf 500 Meter Höhe und der höchste Punkt der Brennerautobahn sind 1450 bis 1500 Meter. Da kriegt ihr nochmal ein Video, ne? Also das ist jetzt hier der Start von den Gegurgel hoch zu. Ne? Es geht jetzt allmählich hoch. Und in 100 Kilometern sind wir schon in Innsbruck. Ne, das geht dann relativ fix. Und da hinten seht ihr den Berg. Und da müssen wir drüber, über diese Hochgebirgskette. Und auf der anderen Seite ist dann Österreich. Da ist der Mann. Hier ist kalt. Wir sind jetzt auf 1300 Meter oben am Brenner. Also noch nicht ganz oben, aber gleich. Wir brauchen jetzt eine Vignette für Österreich.
Und hier sind minus 2 Grad, aber schönes Wetter. Ja, den höchsten Punkt vom Brenner haben wir überschritten. Jetzt sind wir schon auf österreichischer Seite und jetzt geht's hier bergab. Wir sind am Ende angelangt. Italien ist durch. Es war traumhaft schön. Können wir nur empfehlen. Weihnachtszeit, Silvester. Also wenn das Wetter jedes Jahr so ist, ist das ein Genuss. Wir konnten Tommy wieder was anderes zeigen. Ja, aber jetzt geht's nicht nach Hause, Freunde. Seid gespannt aufs nächste Video. Silvester sind wir wo ganz anders.